Ja, er zieht dich ab und Ah, das freut sich ist dann. aber so knapp. Ja, ich würde auch gar nicht stehen bleiben. Ich würde meinen und einen Blick nach dem Motto, darüber sprechen wir noch. Und würde mich dann auch mal ein bisschen unter die Leute mischen, nachdem ich gekocht habe. Auch mal gucken, wie es den Leuten schmeckt, ob mein nächster etwas anderes kochen soll, das gleiche. Und außerdem mal gucken, wie die Reaktionen sind auf eine Frau an Bord. Weil es ist ja auf dem letzten Schiff, auf dem ich war, hieß es ja, oh, Frauen bringen Pech, bla bla. Und für Washa ist es ja erst die, Ja, dann muss er in die dritte Phase Ogdan kommt runter. auf dich zu. Ah, Senora. Hola. Du musst aufpassen, ne? Der gute Helmar Rackenhand. Ich habe von vielen gehört, ne? Dass er ein berüchtigter Meuterer ist, ne? Und ihr solltet euch nicht zu so sehr mit ihm anfreunden. Das kann böses Blut geben, ne? Bisher versuche ich mit allen hier klarzukommen. Was ist denn mit ihm? Lasst euch nicht von ihm einspannen, ne? Kann gut sein, dass er in der nächsten Zeit auf euch zukommt und ein paar helfende Hände braucht, nicht wahr? Ihr kommt auch gerade auf mich zu und erzählt mir Dinge, obwohl ich euch gar nicht kenne. Dann müssen wir uns kennenlernen, Signora. Gar kein Problem. Gehen wir doch etwas nach unten und er zwinkert dir zu, versucht dich zu betören. Oh Gott. Ja, er lächelt dir zu, du kannst einen Goldzahn blitzen sehen, den er sich da auf der linken Seite hat einsetzen lassen. Streicht sich so ein bisschen über seine haarige Brust. Ja, ich Signora, du denke. und ich, Chica, Wir was? gehen wir etwas nach unten und lernen uns etwas kennen. Nicht, dass euer Torwaldscher Freund etwas uns stört. Er scheint doch etwas beschäftigt zu sein, nicht wahr, Signora? Er ist am Würfeln. Sisi, und er gibt euer ganzes Erspartes aus. Ihr könnt nichts dagegen tun. Wie wär's, wenn ihr es ihm heimzahlt? Ich versuche Eine gerade Sünde. meinen Mann vor mir schlecht zu machen. Sehe ich das richtig? Ich gehe noch einen Schritt näher auf ihn zu und gucke ihn mit zugekniffenen Augen an. Ja, er freut sich, kommt auch einen halben Schritt auf dich zu und ihr steht jetzt Brust an Brust. Du kannst ihn riechen, er riecht männlich nach Seeluft. Aha. Also? Selbstverständlich versuche ich ihn schlecht zu machen, er ist schließlich ein Torwalder. Na und? Ihr wisst ja nicht, was man über Torwalder sagt. Ich weiß aber, was man über Alan Fana sagt. Oh, Signora, nur das Beste. Wir Da sind bin die ich anderer besten, Ansicht. wir sind die besten Seefahrer. Ihr solltet vielleicht euren Freund einmal fragen, warum er einen thulamidischen Akzent hat. Er ist wahrscheinlich im Süden groß gewachsen. Vielleicht nicht unbedingt in Alanfa, aber vielleicht in Kuntium oder so etwas. Wisst ihr, Und wenn? warum torvalsche Bastarde im Süden groß werden, abseits von Torval? Weil jeder Wisst ihr da groß das? wird, wo seine Familie ist. Ah, ich glaube nicht, dass seine Familie ursprünglich von daher kommt. Wenn Torwaldsche große Männer in einer Hafen anlegen und sich eine Frau nehmen, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Nein. Dass es nicht immer von gegenseitiger Liebe zeugt, wenn ein Torwaldscher Mann sich eine andere Frau nimmt. Aber die Alanfana, die lieben bestimmt ganz besonders und ganz aufrichtig jede Nacht eine andere Frau. No, no, Signora, wir sind keine Eurasier. Wir sind ehrenhafte Männer und Frauen. Wir sind die Perle des Südens. Ich verstehe. Ich habe schon Er viele Menschen streichelt dir so ein kennengelernt. bisschen ja, deine Seite, deine Hüfte. Kurz innehalten. Spürt der Ashika unter meiner Kleidung? Oder ist die woanders? Ich weiß nicht, wo du die hast. Also es Die ist ist ja kalt. so um meinen Körper Es ist geschlängelt. Die fängt immer so kalt an unbewusst an Deck und dann. und wenn du sie jetzt die ganze Zeit bei dir hast. Habe ich ja beschrieben vorhin. Ah, gut. Ja, weiß ich nicht. Willst du, dass Nun. Rashika zubeißt oder willst du das nicht? Dann Nein, wär's nein, ein. nein. Okay. Die ist. Ich Ja, weiß ja nicht, warum ihr meine Schlange streichelt. Aber ich kann sie euch gerne mal ausleihen, wenn ihr wollt. Er tastet so an deinem Körper entlang und versucht dann nach Rashika zu tasten. Du merkst auch, wie seine warmen Hände auch an deinem ganzen Körper dann entlang streichen und er sich dabei sehr viel Zeit lässt. Scheint keine Angst vor der Schlange zu haben.
Dann gehe ich noch ein Stückchen näher an ihn ran. Ich bin ja sowieso schon Brust an Brust. Wenn ihr eure Hände nochmal an diese Stelle legt, dann würde ich sie euch abtrennen. No, Signora. Aber ihr solltet doch keinen Boron-Akoluten bedrohen. Das ist nicht gut. Ja, wenn ich später einmal etwas mehr Erfahrung gesammelt habe, dann gehe ich zu den Basaltfäusten. Ihr solltet das euch nicht mit mir verscherzen. Ich bin ein einflussreicher Mann in Al-Andalfa. Und ihr glaubt, ihr seid immer noch so einflussreich, wenn ich euch die Hände abgehackt habe und euch über Bord geschmissen? Ja, Signora, ihr solltet mir nicht drohen. Das ist nicht gut. Ich wollte euch nur einen liebenden Tipp geben, dass ihr euch es nicht mit Helmer Rackenhardt verscherzen solltet. Und ihr wolltet gegen meinen Mann sticheln? Ja, Signora, er ist ein Torwaler. Er vergewaltigt, wie alle es von ihm tun. Deswegen musste ich viele von ihm töten. Sie sind böse Männer. Frauen. Kurzer, unsicherer Blick auf das Gesicht. Ja, solltet euch, ich würfel einfach mal eine Heilkunde Seele mit ihm. Er will dir eine schlechte Eigenschaft einflüstern. Aber würfel mal eine Menschenkenntnisprobe, sie ist erschwert um 7. Also er flüstert dir jetzt eine schlechte Eigenschaft ein. Sehr gut. Signora, wenn ihr etwas mehr Erfahrung habt mit Torwalern und ihr könnt da auf meine Expertise sicherlich ein oder andere Male zurückkommen. Wir Boron Akoluten lügen nicht, Signora. Dann unterhalten wir uns etwas stiller einmal über die schlimmen Miesetaten von der Torwalern. Und warum wir sie jagen und abschlachten. Also es sind ja nicht alle gleich. Ich meine, das muss ja nicht sein. Es gibt gute und es gibt böse Menschen von jeder Sorte, sag ich mal. Und so verunsichert lässt er dich stehen. Hinterher gucken, trotziges Gesicht machen und erstmal unter Deck gehen und verarbeiten, was man da hört. Ja. Er wird in der nächsten Zeit versuchen, dir weitere Vorurteile gegen Torwall einzureden. Dazu aber später mehr. Aha. Wenn ihr in der Ruhephase, ihr hattet schon ein, genau, ja. Noch irgendwas, was ihr vorhabt? Redigian, Ephadaios, Yalan? Ist noch Ruhephase, oder? Also, wenn ihr wollt, in den 4 Stunden habt ihr natürlich einiges zu tun. Die anderen spielen jetzt gerade Karten. Wahrscheinlich sich kurz mit dem Mannschaftssprecher unterhalten. Wenn ihr irgendwas tun wollt, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten fahren wir weiter. Ja, ich bilde ja immer noch Knappen aus. Gut. Wer ist das jetzt schon die nächste Ruhephase? Redigian. Nichts Weltbewegendes. Ich werde so vielleicht mal so, ja, so ein, zwei Stündchen in der Ruhephase mit Nadel und Garn an meiner, ja, an meiner Robe herumnähen. Mit dem Ziel, da ein Zauberzeichen einzuarbeiten. Das dauert aber lange und wird, keine Ahnung, vielleicht auf der Seefahrt fertig oder irgendwann, wenn wir angekommen sind. Auf jeden Fall werde ich das immer mal wieder in Angriff nehmen und das, ja, erweitern. Gut. Ein weiteren W20 auf der Zufallstabelle, bitte. Und wenn du möchtest, kannst du eine Schneidernprobe mal reinschmeißen. Vorsicht, du sagst, wenn irgendwie so viel Zeit rum ist, dass Regenerationsphasen für uns sind, ne? Also ihr könnt 2-mal am Tag regenerieren. Ich würde einfach sagen, am Ende des Tages schmeißen wir einfach 2W6 minus 2, weil ihr nur 4 Stunden schlaft. Und dann nochmal minus 1 für die Qualität der Betten, beziehungsweise bei Elfadarius wird das einfach nur eine 2W6 minus 2 sein. Beziehungsweise 2W6, also 1W6 minus 2, 2-mal so rum. Also wenn ihr sagt, ihr wollt die 4 Stunden benutzen, um zu schlafen, zu regenerieren, könnt ihr das machen. Aber du hast jetzt erstmal Karten gespielt. Genau. Gut, dann eine Wettervorhersage bitte. Yalan steht aktuell am Steuer, ist das richtig? Evadaios ist kaputt? Nee, wir hatten gesagt, also Evadaios hatte nur um eine Pause gebeten, oder das zu beachten. Wenn er weggeht, stehe ich am Steuer. Wenn nicht, dann nicht. Ich weiß nicht, wo er ist, muss er wissen. Ist dir schwer, die Wettervorhersage? Um 5. Okay, ich habe meereskundig. Richtig. Wow. Ja, du wirst merken, dass der Wind weiter auffrischt und die ein oder andere Wolkenfront auf das Schiff zuzieht.
Ja, mal wieder ein Sturm, der sich anbahnt, und diesmal ist das kein leichter mit einigen Wolken und Gewitter, sondern das wird ein etwas schwererer Sturm und da sollte man Ladung sichern oder sich selber sichern. Ach, Kapitän, die Wolken, die du da aufziehen. Bisschen Regen, oder? Hier. Bitte, was? Bisschen Regen, oder? Ein bisschen mehr und die Wellen könnten hoch werden. Also, wenn wir da keinen Ruheport unten unter Deck haben wollen, dann sollten wir die Sachen festzurren. Beaufsichtige ich das? Ich halte so lange das Steuer fest. Ja, okay, wenn ihr meint. Ich denke, ihr habt mehr Erfahrung darin, wann was wie festgemacht zu haben scheint. Ich werde mir derweil mal einen Strick suchen. Alles klar. Ja, ich werde dann unter Deck gehen und dabei sind hier die nächsten Matrosen. Du da, mit der hübschen Mütze. Felix, Polter, ihr steht da gerade an der Reling. Wir müssen die Sachen unten befestigen. Festzorn, da vorne ziehen die Wolken auf. Ja, sollen die das machen oder willst du das machen? Ich möchte das mit denen zusammen machen. Ich möchte sie gerne anweisen. Das heißt, du möchtest ihnen helfen. Das ist ungünstig, ne? Ich gehe mit gutem Beispiel voran. Sagen wir so. Mach's ihnen vor. Ja, dann würfel doch einfach mal deine Festung. Nee, du würfelst eine leeren Probe. Du würfelst eine leeren Probe. Und die anderen würfeln Fesseln in Fesseln. Wie gesagt, du hast das damals nicht getestet im Hafen. Ja. Bist dir nicht ganz sicher, wie gut oder wie nicht gut die das können. Und sie würfeln gut. Ja, du bist dir nicht ganz sicher. Die machen das eigentlich schon genau so, wie sie es machen sollen. Du musst da gar nicht helfen. Die scheinen das perfekt zu können und beim nächsten Mal kannst du die auch alleine hier unten lassen und dann verzurren die das alleine. Ach, ist klar, Männer, ja. Gut. Ja, geht schon mal vor. Ich werde mich hier noch kurz hinlegen. Man wird einfach draußen sein Bett erstmal wegnehmen. Aber. Ja, Jalan, eine Seefahrtsprobe bitte, erschwert um 15 Punkte, weil blutige See und weil schwerer Sturm. Oh Gott. Aber warum geht der weg und pennt? Okay, sicher. Tja, das ist jetzt was ich nicht beeinflussen kann, will, soll. Everdaios schläft und Everd schenkt ihm eine gute, geruhsame, ja, 4 Stunden. Du kannst mal 1v6 minus 2 würfeln für die Regeneration. Während Jalan verzweifelt versucht, das Schiff auf Kurs zu halten. Glaub es oder glaub es nicht, ich bin der krasseste Pisser auf dieser Seite des Kontinents. Boah, was? Warum? Warum? Fingerfertigkeit 10. Du würfelst eine 8. Wie geht das? Ich bin von Everd gesegnet, wie es scheint. Wie geht das? Zwei Erleichterungen eingetragen. Warum? Weil ich die Spezialisierung Steuermann habe. Achso, ja, dann hast du wirklich geschafft. Wow. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich sie vernünftig eintrage. Die anderen dürfen mal eine auch fesselnde Fesselnprobe machen, um sich selber festzumachen. Kann ich Rondrigo helfen? Rondrigo macht das selber. Okay. Er ist ein großer Junge. Okay, ich wollte dich halt noch ein bisschen fesseln, Entschuldigung. Ich habe Fingerfertigkeit 8, das geht. Ja, Brindigian macht sich mit seinem Pechvogel an der am falschen Tau fest und während es gerade stürmt und peitscht, ruckt es einmal durch seinen Körper und Pechmagnet. 1W6 Schadenspunkte dadurch, dass du gerade durch die Luft gewirbelt wirst und sich irgendwas gerade extrem ekelhaft um deinen Bauch ja, gewickelt hat und dir die Luft aus den Lungen gepresst wird. Ja, mit letzter Kraft schafft es bei dir dann vielleicht, sich irgendwo festzuhalten und dann auch ein unterdrücktes Chasul loszuwerden. Und dann macht er sich wieder los und sucht sich irgendwas Besseres, wo er sich festbinden kann. Fesseln, eine Fesselprobe. So lange, bis es klappt. Klar. Alles klar, 6 Schadenspunkte für die Luft. Also das sind wirklich SP, keine Ausdauerschadenspunkte. Ich bin gleich tot.
Hast du noch einen Schicksalspunkt? Das ist aber falsch. Ja. Falsche gewürfelt, Schatz. Versuch mal. Fallen still. Sieht man denn, dass Huch, es von Dieter schlecht geht, sonst würde ich mich nochmal abfesseln und würde mal zu mir rüber. Ein bisschen. Also das kannst du erkennen. Also er wird herumgewirbelt. Wie gesagt, eben schwebte er für ungefähr 5 Minuten in der Luft, nachdem er sich dann da losgeschnitten hat mit seinem Dolch und klatschte dann auf das Oberdeck wieder drauf. Also du kannst sehen, dass er da massiv Probleme hat. Und ja, wie gesagt, wir würden mal eine Fessel, keine Fallen stellen. Ja, sorry, mach ich mal. Und also er hat da massive Probleme. Ich gehe mal helfen. Würfel mal eine leeren Probewascher. Es stürmt oder es ist windig, erschwert um 5. Wie viele Lebenspunkte hast du denn noch, Brindigia? 6. 6. Ja, du versuchst ihm das klar zu machen und das Problem ist, du bindest dich dann an ihn fest. Evadaios schläft ruhig und ja, versucht irgendwie in seinem Bett zu regenerieren, wird hin und her geworfen, aber das ist wohl die Art und Weise, wie Effert ihn schlafen lässt, ruhig und selig. Während Jalan das Schiff lachend durch den Wind und durch den Sturm segelt. Möchte irgendjemand anderes noch Wascher und Brindigian helfen? Also Wascher hat auf jeden Fall Rodrigo noch mal so ein Auge drauf, wenn die Hilfe braucht bei irgendwas. Ja, Brindigian setzt mal seinen Wenn man sieht, dass sie sich losgemacht hat, dann wird man irgendwie auch versuchen, da hinzugucken, um sie dann selber nochmal festzubinden, jetzt hier. Würfel mal die 17 neu. So rennen wir alle über das genau. Deck, keiner ist mehr fest. Ja, ansonsten hättest du jetzt den nächsten W6 Schadenspunkt gefressen und das hätte unter Umständen tödlich sein können. Okay, ja, irgendwie schaffst du Brindigian dann, sich irgendwo festzubinden. Ja, du kannst. Waschers Hilfe. Genau, du kannst sogar Wascher mit an dich heranbinden und wirst dann so den Sturm überstehen können, aber du übergibst dich noch das ein oder andere Mal, weil, naja, mit Seefahrt hast du es auch noch nicht so. Irgendwo auf der rechten Seite ist Maraskan, aber auch durch den Sturm kannst du dein Eiland nicht sehen. Dementsprechend, ach. Der kann sich schön alleine festbinden, wenn er da anfängt zu kotzen, gehe ich zurück zu Rodrigo, weil ich hatte vorhin meine Fesselprobe super. Ja, gar kein Problem. Brindigian hat Pechmagie, das heißt, er kotzt sich selber auf die Schuhe und niemand anderem. Okay, ja, trotzdem. Ja, okay, die nächsten 4 Stunden, das Problem, was ihr jetzt habt. Das Eiland, beziehungsweise, Entschuldigung, nachdem ihr durch den Sturm manövriert seid, wird das Festland weichen. Das heißt, es knickt einmal nach Westen ab. Ihr könnt aber ohne Probleme auf der anderen Seite noch erkennen, wie da wohl das Festland weitergeht. Also, ihr könnt jetzt euch nicht mehr direkt an der Küstenlinie entlang hangeln. Da gibt es jetzt wohl sowas wie eine Einbuchtung, ein Meerbusen. Das heißt, ihr müsstet jetzt etwas länger auf der offenen See, ungefähr für 2 Stunden auf der direkten offenen See herumschippern. Das ist kein Problem, wir haben ja einen Kurs gesetzt. Der wird gehalten und das geht schon. Gut, weiter in Richtung Norden. Ihr macht weitere 4 Stunden Pause. Alphadaios kommt dann gut gelaunt nach oben, hat sehr viel geschlafen, hat den Sturm dann auch komplett ignoriert und Jalan kann sich dann sehr erschöpft nach unten begeben. Und ich glaube, Brindigian macht sich dann auch los. Käse weiß, wie er ist und kann einmal regenerieren. Es sei denn, ihr wollt jetzt sagen, ihr wollt noch nicht regenerieren, aber... Ich würde mir ja gerne mal angucken, ob ich ihn irgendwie unterstützen kann. Ich möchte mich sehr gerne regenerieren. Ich habe auch noch diese hervorragende HKW-Probe von Wascher noch nicht ausgenutzt. Das ist richtig. Eigentlich... Also war ja ein Crit, was du gibst irgendwie... Ich glaube, 1W3 zusätzlich als Regeneration, oder wie ist das bei einer gelungenen Heilkanne? Also direkt, die man übrig hat, gibt es pro 3, die man übrig hat, einen Punkt extra. Das heißt, bei 10 Hyper kriegst du 3 Punkte extra. Wie viel und eine Wunde habe ich ja auch noch. Eine Wunde hast du auch noch? Jo. Warum hast du mir das nicht gesagt? Dann, ach. So, du hast 10 Fertigkeitspunkte über, ne? Ja. Ja. Also ich hatte noch mehr mit weißer Gefahr, aber... Nee, 10. Ich hatte nur 10 Punkte. Das war, glaube ich, schon verdoppelt. Ja. Nicht der Meinung. Nee, war nicht. Ich hab bei dem anderen, vorhin hatte ich, bei Klettern hatte ich die Meisterhandwerk bei dem Heilkundenbund nicht. Sonst hätte ich eine 20 gehabt.
Ach so, richtig, das waren zwei Crits sogar, die du da hast. Ja. Muss mir die nochmal aufschreiben, für die das ist. Egal, dann bekommst du, ich sag mal, 1W6 zusätzlich als Regeneration. Und 1W6 minus 2 für die fehlenden Stunden, weil du nicht 6, sondern nur 4 Stunden regenerierst. Und da ist jetzt noch die Frage, darfst du in Ephedaios Bett schlafen oder ist das verboten? Ich denke mal, der Kapitän schläft, wird er wahrscheinlich in dem Bett schlafen. Ja, das stimmt. Mich nicht mal dahin gezogen, aber okay. Ja, das macht doch keinen Sinn, dass du in den Mannschaftsquartieren schläfst als Kapitän. Das ist ein Quartier, da ist keine Tür oder sowas drin. Achso, ja, aber trotzdem, wenn das Bett gerade leer ist, weil Ephedaios jetzt in die Schicht geht, ist es doch eigentlich dein Bett. Ja, wird schon passen. Ich brauch's aber nicht, also. Ja, mir ist es egal, das ist eure Entscheidung. Ja, wir müssen jetzt nicht über den anderen Punkt Regeneration. Würfel mal auf Arroganz hier, Alan. Das ist eine gute Idee. Arroganz. Nö. Gut, aber jetzt dann bin ich schon hier, also bin ich jetzt hier. Ja, okay, dann darf Rindigian 1W6 minus 3 einmal regenerieren und einmal 1W6. Kannst du zweimal hintereinander würfeln? Ich glaube, durch den, toll. Huch, was habe ich da oben gemacht? Plus 22, das ist ja Quatsch. Ja, das ist wirklich Quatsch. Ich glaube, die hast du dann auch automatisch wieder aufgefüllt. Du warst bei 6, Ja, es war 5 minus 3, das sind 2 dazu. Genau. Gut, dann bist du jetzt bei 8 Lebenspunkten oder sowas. Ich würde gerne auch mal nach dem Gucken gehen, die Notfall auch nochmal meinen Hexenspeichel machen. Ja, alles klar. Gar kein Problem, Rodrigo liegt in der Hängematte daneben. Denk dran, du musst eine Selbstbeherrschungsprobe schaffen, wenn du andere Leute küssen willst. weil das ein Bruch deines Eids wäre. Ich kann ihm aber in den Mund spucken. Natürlich kannst du ihm auch. Ja, Brindisia, willst du dir von Waschei in den Mund spucken lassen? Ich glaube, ich krieg nicht mehr so viel mit. Ich hab mir. Aber du, du weißt. Essen schon durch den Kopf. Ich stell mir vor, wie der liegt. Und Rindigian weiß ja, dass es eine Viertelzauberin ist. Also, wenn du willst, dann Selbstbeherrschungsprobe und dann kannst du ihm auch in den Mund spucken. Warum muss ich denn jetzt auf die Selbstbeherrschung? Ich will ihn doch gar nicht küssen. Ja, okay. Muss sie ihn auf den Mund küssen oder kann sie auch einfach die Wunde küssen? Nein, ich kann ihn auch einfach spucken. Das mit dem Kuss habe ich eingeführt, weil ich das schöner finde als Charakter, als jemand anzuspucken. Wenn du mir in die Wunde spuckst, dann würfel ich auf Selbstbeherrschung und spucke zurück. Finde ich gut. Du legst da wahrscheinlich die Zunge halb raus und völlig fertig und dann spuck ich einfach drauf. So, wenn hier gespuckt wird, packe ich euch beide an den Knöcheln und tauche euch ins du Wasser. Du bist gar nicht du da, schläfst. Du bist ein Kapitänsbett. Also du schläfst. So, dann würfel dann und dann kannst du ASP Brindigian wiedergeben. Oder auch nicht. Ja, dann wie viele Lebenspunkte wolltest du ihm dann geben? 5? Okay, dann Wascha, du hast dir sicher Zeit gelassen. Du hast dir ganz, ganz sicher Zeit gelassen. Kann sie nicht. Kann sie nicht. Nee. Natürlich nicht. Sie ist als Viertelzauberin, kann sie sich keine Zeit lassen. Sie kann keine Spurmods ansagen. Entschuldigung, ja. Doch, du kannst erzwingen und Zauberdauer. Nee, Reichweite. Nein, erzähl nur Reichweite. Ich erzähl Blödsinn, ja. Ja, dann streich dir mal 5 ASP. Brindigian wird angespuckt, aber es passiert nichts. Das müssen jetzt nur andere Leute aus der Mannschaft gesehen haben, die auch da unten waren, die schlafen wollten, gesehen haben, wie einfach Wäsche an den Ja, Mann, die Gerüchteküche brodelt. Ja, das passt. Nein, das wird ja nicht einfach vorbeilaufen. Muss ich gebeugt haben und werde nur. Man behauptet dann auch, sie hat ihn geküsst. Also, wenn Rodrigo sich irgendwann wieder in die Mannschaft mogelt, dann heißt es, Wascha küsst Brindigian und Wascha küsst Yalan und Wascha wenn Rodrigo die Augen zumacht. Ja, genau, also. Ja, Brindigian muss kurz wirken. Die Mitte wird gerade als Bordmatratze bezeichnet. Ja, du hast ja vorhin schon meine Ehre so erhalten, das verteidigt nicht. Ja. Daraus würde in der Pause sich wieder in ein Gebet vertiefen. Diesmal, indem er Hochseeangel beginnt zu schnitzen und Netze knüpft aus Ersatzmaterial. Ja. Ja, mittlerweile ist es tief in der Nacht. Und die Frage ist, wollt ihr in der Dunkelheit weiter segeln oder lasst ihr das bleiben? Wir haben den Kurs, wir segeln weiter. Gut,
Wer segelt? Möchte er von da was anderes machen? Kapitän, also wenn ihr wirklich weiter segeln wollt. Achso. Also nee, wenn gepennt wird, dann ist die pennt auch die Hälfte der Crew, da kann man auch gar nicht segeln. Stimmt. Moment. Also, ihr habt 4 Stunden Pause, 4 Stunden Arbeit. 4 Stunden Pause, 4 Stunden Arbeit. Wenn ihr nachts um 12 euch entscheidet aufzustehen und dann mitten in der Nacht zu segeln bei stockdunkler Nacht, dann ist das okay. Mhm, es müsste aber 11 sein. Ja, machen wir. Wir haben Zeit verloren, wir müssen sie wieder reinholen. Gut, dann eine Seefahrtsprobe. Blutige See plus 7, mitten in der Nacht plus 5. Also insgesamt plus 12. Okay. Captain oder Steuermann? Ja. Der Kapitän, ich weiß nicht, wer das jetzt gerade ist. Also derjenige, der am Steuer steht, Entschuldigung, nicht der Kapitän. Also der Steuermann. Also einfach nur eins. Und dann kannst du vorher nochmal bitte eine Sternkunde reinwürfeln. Danke. Kunde ist das. Wir wollen ja nicht, dass du den Kurs verlierst. Zu weit nach links, zu weit nach rechts aufsetzt. Nächsten Morgen stehen die Leute auf mit den Worten Tada, wir kommen in Maraskan. 8. Ja, und die Seefahrt bitte? Ja, da möchte ich gerne ein Meisterhandwerk vorbenutzen. Mit 3 ASP. Das sind 6 Punkte. Ja. Ich hätte sie dir um 12 erschwert, wir haben noch 6 über. Beziehungsweise ist ja eine THW-Erhöhung. Ja, ja. Gut, als die Sonne am nächsten Tag aufgeht, seid ihr einige Stunden weitergefahren. Auf der linken Seite habt ihr wieder Festland. Auf der rechten Seite immer noch viel Wasser. Und mittlerweile ist das Ganze nicht mehr gelb, sondern blutig rot. Und ihr könnt auch jetzt nicht nur Schaum auf der Oberfläche erkennen, sondern Fleischbrocken, die ja bluttriefend im Wasser liegen. Alles um euch herum ist blutige See. Tiefrot. Hey, hier kommen wohl nicht mal mehr die Haie her. Oder größere Haie. Oder könnten das da das Brocken von einem Hai, was würde ein Hai fressen? Bei erfasst Gnaden. Andere Haie. Ihr erinnert euch noch an die Jagd nach dem Ifeanshai? Da haben wir doch auch die kleinen Haie genommen und aufgeschnitten und ins Wasser geworfen. Ja, dann wollte ich etwas sagen, dass hier etwas Größeres angelockt wird. Weiß ich nicht. Wir sollten weiter segeln und hier wegkommen, bevor es zu spät wird. Alles klar. Wir müssten bald... Hat man Land gesehen zwischendrin? Also auf der linken Seite befindet sich jetzt gerade die ganze Zeit Land. Okay, gut. Ich denke, wir segeln jetzt noch eine Schicht, dann korrigieren wir den Grad 10 Grad Richtung... den Kurs 10 Grad Richtung Steuerbord. Hi.